Thema des Vortrages heute Abend ist 8 ethische Grundlagen des Glücks. Im letzten September hatten wir den in den USA lebenden sri-lankischen Lehrer Bante Gunaratana zu Besuch bei uns im Zentrum in Beatenberg. Er leitete ein Wochenretreat und einer der Aspekte, der Praxisaspekte, der ihm neben der Meditation eindeutig am wichtigsten war, ist das, was er 8 Lifetime Precepts nannte. Das sind 8 Verhaltensregeln fürs ganze Leben. Wo immer Bante G hingeht, lehrt er diese 8 Regeln und inspiriert die Leute, sich für diese zu entscheiden und sie für den Rest ihres Lebens einzuhalten. Und es sind etwa ein Dutzend KursteilnehmerInnen, die sich an unserem Kurs dafür entschlossen haben. Ich habe ihn eine Woche später in Massachusetts in IMS gegangen. Ich habe ihm noch eine Mail geschrieben und er hat mir zurückgeschrieben, alles gut hier im IMS. 46 Leute haben die 8. War ganz wichtig für ihn. Er hat mich auch gefragt, schon am Anfang, schon vom Flugplatz zum Zentrum, ob wir Certificate Paper, spezielles Papier für Zertifikate, dann haben alle ein Zertifikat gekriegt und das wurde man dann angewiesen, dass man bei der Tür anhängt. Wenn man reinkommt, sieht man sie, damit man sie einhält, wenn man zu Hause ist, und wenn man rausgeht, sieht man sie, dass man sich erinnert, sie einzuhalten, wenn man draußen ist. Ich habe hier nicht die Absicht, euch dahin zu drängen, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch eine Idee zu geben, warum es dabei geht und warum ich im Titel dieses Vortrages behaupte, es seien 8 Grundlagen des Glücks. Es geht um die folgenden 8 Regeln und alles ziemlich wohlbekannt für die meisten von euch. 4, das Reden betreffend, das Vermeiden von Lügen und Unehrlichkeit. Das Vermeiden von schlecht über Dritte reden, also von übler Nachrede. Das Vermeiden von groben und verletzendem Reden. Und das Vermeiden von sinnlosem Geschwätz. Das sind 4. Und dann 3, das Handeln betreffend. Das Vermeiden von Töten und Verletzen. Das Vermeiden von Stehlen, von Nehmen, was einem nicht gehört. Und das Vermeiden von sexuellem und sinnlichem Missverhalten. Und die 8. Regel ist rechte Lebensführung oder vielleicht besser rechter Lebenserwerb. Das Vermeiden von beruflichen Tätigkeiten, die verletzend schädlich sind. Das sind die 8. Dass ethisches Verhalten eine Ursache für Glück sein soll, ist in unserer modernen Gesellschaft für viele nicht mehr das Offensichtlichste. Ethik wird oft gar mit Verklemmtheit, oder Puritanismus oder Frömmelei oder irgendwie mit Frustration assoziiert. Es ist ein tragisches Missverständnis, zwar, wobei über falsch verstandene Moral tatsächlich irgendwie schon auch moralisierend, eben frustrierend wirken kann. Ein Arzt wird von einem wegen seiner Frömmigkeit hochgeachteten Herrn um Rat gefragt. Seit ich leide unter fürchterlicher Migräne, Herr Professor. Obwohl ich nicht rauche, keinen Alkohol trinke, streng vegetarisch lebe, mich aller Fleischeslust enthalte, fühle ich doch ständig diesen Druck wie einen eisernen Ring um meinen Kopf. Da gibt es nur eine Erklärung, antwortet der Mediziner. Es ist Ihr Heiligenschein, der Ihnen so eng wird. Das ist ein blöder Witz. Das ist immerhin lustig. Es gibt vor allem 2 wichtige Gründe oder Ursachen für ethisches Verhalten oder Sila in Pali oder Shila in Sanskrit oder Zultrum, tibetisch. Der eine Grund oder die eine Ursache ist Selbstschutz und die zweite ist Schutz der anderen, Schutz, die anderen vor uns schützen. Mit zunehmender Achtsamkeit, Sensibilität und Erkenntnis wird uns klar, dass unser Wohlergehen, unsere Verbundenheit mit dem Leben und unsere innere Freiheit in direkter Beziehung und Abhängigkeit steht mit unserem Verhalten, mit unserem
tun und lassen. Mit unserem Verhältnis zu den Mitmenschen. Ein Text sagt, so wie ein blinder Mensch keine Formen sieht, so sieht jemand ohne ethisches Verhalten das Dharma nicht. Und Dharma ist genau das, was uns vom Leiden befreien kann, was uns Unbeschwertheit, Frohsinn und Glücklichsein ermöglicht, wenn wir tatsächlich praktizieren. So erkennen wir, dass ethisches Verhalten ist wie ein fester Damm, der uns erlaubt, die turbulenten Wasser starker Emotionen, wie zum Beispiel Verlangen, Hass, zu queren und ans jenseitige Ufer des Friedens zu gelangen. Buddha, zitiert im Dhammapada, sagte, wenn dir dein eigenes Wohl am Herzen liegt, beschütze selbst dich gut. Du selbst bist dein eigener Beschützer, wer sonst könnte dich wohl beschützen? Wenn unsere Sensibilität und unsere Verbundenheit zunehmen, entstehen Nähe, Verständnis und Mitgefühl gegenüber den anderen, unseren Mitlebewesen. Dadurch wird ein ethisches Verhalten, also Respekt, Ehrlichkeit, Gewaltlosigkeit, mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit. Es heißt in den Texten, dass Menschen mit starker ethischer Integrität seien wie schöne Blumen, die viele Bienen anziehen. Sie ziehen andere Menschen an, denn sie geben ihnen Beistand, Sicherheit und Wohlbefinden und sind im positivsten Sinne vertrauenswürdig. Das heißt, dass das karmische Resultat im buddhistischen Sinne, das Resultat starker ethischer Integrität, die Wiedergeburt in optimalen menschlichen Verhältnissen oder jene in den Bereichen der lichten Götter sei. Und wenn man die Geschichten von den lichten Göttern hört, das klingt nicht schlecht. Es ist oft gar nicht so einfach zu erkennen, was uns wirklich glücklich macht. Man erfährt eine Art Glück, wenn man kriegt, was man gerne haben möchte. Und Verhaltensregeln können dem unter Umständen im Weg stehen. Wenn wir unethisch handeln, ist es meist wegen eines direkten Vorteils und in dem Sinn auch wegen eines unmittelbaren Lustgewinns, den wir uns erhoffen und oft auch erhalten, wenn es klappt. Also zum Beispiel, wenn ich meine Ware über die Grenze reinschmuggle, muss ich nicht Zoll bezahlen, dann habe ich so und so viel gespart, gewonnen. Oder wenn ich bei den Steuern etwas schummle, kann ich mir dafür das und das kaufen, das und das leisten. Wenn ich diesen Seitensprung mache, wird es eine aufregende, erfüllende Nacht. Vielleicht. Wenn ich über jene Person lästere, fühle ich mich selbst im Moment jedenfalls etwas besser. Oft klappt es auch tatsächlich, zumindest auf der äußeren Ebene. Wenn man erwischt wird, wenn es auffliegt, Pech gehabt. Was wir oft nicht sehen, ist der Preis, den wir im Innen bezahlen. Innere Unruhe oder Besorgnis oder Unbehagen, manchmal Schuldgefühle. Und wenn es unser Lebensstil ist, auch letztlich zunehmende Entfremdung. Und auch innere Entfremdung, wo wir uns selber von uns selbst entfremden. Weil so viele Dinge da sind, die wir verstecken müssen, wo wir auf der Hut sein müssen, wo wir schauen müssen, dass es nicht auskommt, dass wir keine Probleme kriegen. Das Glück, das aus ethischem Verhalten entsteht, ist oft nicht so unmittelbar und ist meist auch nicht sehr intensiv spürbar. Es kommt erst mittel- und langfristig zum Tragen und wirkt sich als zunehmendes allgemeines Wohlbefinden und als Verbundenheit aus. Und das heißt auch mehr Offenheit, mehr Zugehörigkeit, mehr Lebendigkeit und Unbeschwertheit. Das war der Werbeteil. Als nächstes möchte ich nun etwas näher auf die einzelnen Punkte oder Regeln eingehen. Es sind eigentlich die drei ethischen Aspekte des Achtwachenpfades, den der Buddha als Weg zur Befreiung gelehrt hat und in diesem Sinne
eine Wiederholung von dem, was ich Donnerstag angesprochen habe. Es ist eben rechte Rede, rechtes Tun und rechter Lebenserwerb. Und Recht heißt, je nachdem, angemessen, heilsam, hilfreich, sinnvoll, manchmal auch vollkommen. Und wie vielen von euch klar ist, braucht es natürlich die zwei vorhergehenden Aspekte des Pfades, um rechte Rede, rechtes Tun und rechter Lebenserwerb wirklich hinzukriegen, nämlich rechte Erkenntnis oder richtiges, korrektes Verstehen der Dinge, wie sie sind, und vor allem rechtes Denken oder rechte innere Haltung oder rechte Gesinnung sind die zwei vorhergehenden Aspekte des achtfachen Pfades. Wir brauchen, wie wir wissen, eine ungetäuschte, der Wirklichkeit entsprechende Sicht der Dinge und eine daraus resultierende heilsame innere Haltung. Und erst so kann auch unser Verhalten in Rede, Tun und Lebenserwerb wirklich angemessen und hilfreich sein. Und noch so ist es manchmal schwierig. Nun mehr zum Reden selbst. Es ist eine Geschichte über die Macht des Redens. Der Sohn des Dorfältesten wurde krank. Alle möglichen Mittel, Medizin, wurde ausprobiert, aber nichts half. Nichts konnte ihn heilen. Schließlich holte man den Heiler, den Meister, den weisen Mann. Der Bub liegt dort schwer krank. Der Heiler kommt, spricht ein paar Gebete, eigentlich nur einige Worte, wendet sich dann an die Leute und sagt, jetzt wird er gesunden. Viele der Anwesenden sind erstaunt und einer der kritischsten unter ihnen protestiert und klagt den Schamanen an und sagt, mit ein paar Worten kann man nicht jemanden heilen, das ist lächerlich, du spinnst. Der Heiler wendet sich dieser Person zu und sagt, was verstehst du schon davon? Du hast da keinen blassen Dunst, keine Ahnung, du bist ein vollständiger Narr, ein Idiot. Die Person ist nun wirklich aufgebracht und wütend, wird feuerrot im Gesicht und will zurückschreien, als der Meister sagt, siehst du, wenn ein paar Worte die Macht haben, dich aufgebracht und wütend und rot im Gesicht zu machen, wie sollten ein paar andere Worte nicht die Macht haben, zu heilen? Rede, Sprache kann wirkungsvoll sein. Vermeiden von Lügen. Ehrlichkeit. Lügen ist immer dann Thema, wenn wir kurzfristig einen Nachteil zu befürchten haben, wenn wir die Wahrheit sagen. Entweder materielle Nachteile, gefühlsmäßig Nachteile. Es ist uns peinlich, stellt uns in ein unangenehmes, unerwünschtes Licht, macht uns unbeliebt. Es wird von Notlügen gprochen oder von weißen Lügen. Man kann sich vormachen, dass es ja in diesem Moment ganz weise sei, doch zu lügen oder vielleicht sogar, dass man irgendwie dadurch jemanden beschützt. Unehrlichkeit bewirkt aber, dass wir auf der Hut sein müssen, dass wir uns in Widersprüche oder ein ganzes Gewirr von Unwahrheiten verstricken könnten. Das heißt, wir müssen zumachen, wir müssen aufpassen, müssen uns verschließen, verstecken, verteidigen. Überlegen, wenn jemand nachfragt und ich habe das gesagt, dann muss ich es dann das sagen, damit es nicht auskommt. Man wird angespannt und innerlich abgetrennt, entfremdet. Ehrlichkeit bewirkt genau das Gegenteil. Sie mag unter Umständen ein paar kurzfristige Nachteile bringen, aber sie befreit, sie erlaubt uns offen zu sein. Sie erleichtert, verbindet und macht unbesorgt und heiter. Das ist eine echte Grundlage fürs Glücklichwerden. Wenn man sich vorstellt, man wäre so absolut bodenlos ehrlich, dass jede Person jederzeit uns alles fragen könnte, was ihr nur einfällt, und wir von A bis Z in jeder Beziehung problemlos alles sagen. Also egal, wer es auch wäre. Das ist eine Freiheit. Darüber, was passieren kann, wenn wir lügen, besonders wenn wir unsere Mutter anlügen. Das zeigt diese Geschichte. Also Mutter nicht anlügen. John hatte seine Mutter zum Nachtessen eingeladen. Seine Wohnungsmitbewohnerin, Carrie, war auch dabei. Und Mutter war neugierig darauf zu wissen, ob die beiden eine Beziehung lebten oder nicht. Und
John fand irgendwie, das sei jetzt nicht unbedingt nötig. Und er sagte, ich weiß, was du denkst, Mutter, aber Kerry und ich sind einfach nur Mitbewohner dieser Studentenwohnung. Ein paar Tage später sagte Kerry zu John, seit deine Mutter zu Besuch war, kann ich einfach den schönen silbernen Soßelöffel nicht mehr finden. Du glaubst nicht etwa, dass sie ihn mitgenommen hat, oder? Aber ich kann dir ja mal eine Mail schicken, um sicher zu sein. Und so schrieb John eine Mail. Liebe Mutter, ich sage nicht, du hättest den Soßelöffel mitgenommen und ich sage nicht, du hättest ihn nicht mitgenommen. Aber Tatsache ist, dass er verschwunden ist, seit du hier bei uns zu Besuch warst. Etwas später erhielt John eine Mail von seiner Mutter zurück. Da stand, lieber John, ich sage nicht, dass du mit Kerry schläfst und ich sage nicht, dass du nicht mit Kerry schläfst. Aber Tatsache bleibt, dass wenn sie in ihrem Zimmer in ihrem Bett schlafen würde, hätte sie den Soßenlöffel längst gefunden. In Liebe, Mutter. Buddha beschrieb sehr genau, was unter Ehrlichkeit zu verstehen ist. Die Wahrheit, spricht man, ist der Wahrheit verpflichtet. An der Wahrheit hält man fest, ist zuverlässig und vertrauenswürdig, betrügt die Menschen nicht. Kommt man nun in eine Gesellschaft von Leuten oder in eine Körperschaft oder wird vor Gericht geladen und als Zeuge aufgefordert auszusagen, was man wisse, so antwortet man, wenn man nicht weiß, ich weiß nichts. Und wenn man weiß, so sagt man, ich weiß. Hat man nicht gesehen, so sagt man, ich habe nichts gesehen. Hat man aber etwas gesehen, so sagt man, ich habe etwas gesehen. Man wird nie absichtlich lügen, weder zu seinem eigenen Vorteil, noch zum Vorteil einer anderen Person, noch für irgendeinen Vorteil. Das ist radikal. Vermeiden von übler Nachrede, Zwischenträgerei, schlecht über Dritte reden. Es tut spürbar nicht gut, wenn wir schlecht über andere, über Dritte, über Nichtanwesende reden. Und doch scheinen wir auf eigenartige Weise immer wieder mal einen Kick zu kriegen, der uns bewegt, es doch zu tun. Faszinierendes Phänomen. Während einer Alltagspraxiswoche, an der wir rechtes Reden übten, hat jemand am zweiten oder dritten Tag, als wir zu dem Punkt kamen, gesagt, dass ich mit einer guten Bekannten verabredet hatte und wir saßen zusammen und zu Beginn ihres Zusammenseins hatte sie die Freundin informiert über den Kurs und sagte ihr, dass sie heute vermeiden möchte, über Dritte zu reden. Also grundsätzlich über Dritte zu reden. Und die Freundin habe ganz spontan geseufzt. Oh, wie schade. Es ist interessant zu sehen, was wir da rauskriegen, wenn wir das tun. Sogar überhaupt, nicht mal wenn es... Joseph Goldstein sagt, dass er, ich denke, recht Langeweile in seiner Praxiszeit in Indien vorgenommen habe, 100% nicht... nie über Dritte, Nichtanwesende zu sprechen, in keiner Art und Weise, und nicht über Essen. Er hat gesagt, ich weiß nicht, 90% seines Gesprächsstoffs war weg. Wir können, wenn schon, Dinge sagen, die gut sind, die vereinen, mit Freude, Verbundenheit schaffen. Buddhas Worte dazu. Zwischenträgerei hat man verworfen, davon steht man ab. Was man hier gehört hat, erzählt man dort nicht wieder, um Zwietracht zu stiften. Was man dort gehört hat, erzählt man hier nicht wieder, um diese zu entzweien. So einigt man Entzweite, entmutigt die Geeinten. An Eintracht hat man Freude und Gefallen und spricht Worte, die Eintracht fördern. Vermeiden von grober und verletzender Rede. Andere nicht verletzen durch Beschimpfung, Schmähung oder Sarkasmus oder durch beißende Ironie oder durch subtile Ironie oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Ich denke, dieser Aspekt ist recht offensichtlich. Buddha sagte dazu, rohe Worte hat man verworfen, von roher Rede steht man ab.
Worte, die untadelig sind, dem Ohre angenehm, liebreich zu Herzen gehend, höflich vielen lieb und angenehm, solche Worte spricht man. Und dann folgt Nummer 4, das Schwierigste: Vermeiden von sinnlosem Geschwätz. Bhante Gunaratana sagte, in der Pali-Sprache höre man schon dem Wort an, das gebraucht wird für sinnloses Geschwätz in Pali, was gemeint sei. Das Wort heißt Sampapalapa. Über Filmstars reden oder Könige und Prinzessinnen, über Promis, ihre Beziehungen, ihre Kleider, über Kleider überhaupt und, wie Buddha sagte, über Kämpfe, Kriege, Speisen und Getränke, über Wohnen, über Straßen und Brunnengeschwätz, Prophezeiungen und so weiter, die Liste ist viel länger hier. Der Hauptnachteil ist hier Zeitverlust, enormer Zeitverlust. Zeit, die man für Sinnreicheres und Wertvolleres benutzen könnte. Und Buddhas Worte, leeres Geschwätz hat man verworfen, von leerem Geschwätz steht man ab. Zur rechten Zeit spricht man den Tatsachen und dem Sinn gemäß, spricht über Lehre und Praxis, über ethische Integrität. Die Worte sind denkwürdig, begründet, abgemessen und sinnvoll. Das ist sehr anspruchsvoll. Das ist viel, viel, viel zu praktizieren, jedenfalls in meinem Fall. Rechte Rede gehört zu den heilsamen Funktionen von Herz und Geist, den Sobhana, den wunderbaren. In Theravada Abhidhamma-Listen sind sie unter den heilsamen oder wunderbaren Geistesfunktionen aufgelistet. Und alle Sobhanas, alle heilsamen, alle wunderbaren Geistesfunktionen sind Ursachen inneren Glücks. Die nächsten drei Verhaltensregeln gehören zu rechtem Tun oder rechtem Handeln. Das Vermeiden von Töten, der eigentliche Akt des Tötens wirkt sich sehr negativ aus unserer Psyche aus, ob man es nun wahrnimmt oder nicht. Und karmisch ist es die Ursache für großes Leiden in der Zukunft. Und es ist interessant, das ist etwas, was ich in keiner Art und Weise beurteilen könnte, aber Bhante Gunaratana hatte fotografisches Erinnerungsvermögen, und zwar nicht entwickelt, sondern das hat er mitgekriegt. Er konnte tausende von Seiten auswendig. Und er sagt, es soll nirgendwo in den Lehrreden Buddhas eine Stelle geben, wo der Buddha sagt, Töten sei unter gewissen Umständen angemessen oder erlaubt, was man ja manchmal hört. Übrigens, wer Bhante Gunaratanas Biografie lesen mag, ist sehr interessant. Es ist auch interessant, so ein bisschen Einblick in buddhistische Länder, weil da haben viele von uns ja immer noch die wildesten, tollsten Fantasien von nahezu Paradies. Also, dass man vergisst, dass es Länder sind, wo seit 20 Jahren Bürgerkrieg herrscht und so weiter. Aber es ist sehr gut, weil es ist sehr, er hat gesagt, seine Leute in Sri Lanka mochten das gar nicht, seine Bio. Aber sie ist auch erfrischend und sie ist sehr, sehr inspirierend. Und dort sagt er auch, dass er in jungen Mönchsjahren, es gibt irgendeine Zeremonie, die die machen und die geht einige Tage, wird durchrezitiert. Und sie waren zu zweit oder zu dritt junge Mönche und er sagt ein bisschen im Macho-Stil, sie fanden durchrezitieren Tag und Nacht, so viele Tage und so viele Nächte machen wir. Und dabei hat er es gab irgendeinen Einbruch und er hat sein ganz völliges Erinnerungsvermögen und das ganze fotografische Erinnerungsvermögen verloren dabei. Und hat gesagt, dass er sehr mühsam Stück um Stück doch noch wieder einiges zurückgewonnen hat, aber lange nicht mehr, was er wusste. Und jetzt, wo er nicht mehr viel weiß, heißt er, er hält Vorträge und das meiste sagt er zufällig nebenbei auch noch alles in Pali. Und dann vergisst, kommt ihm wieder in den Sinn, dass wir es nicht verstehen und dann sagt er es auch noch in Englisch. Genial, auch nach diesem Anlass noch in seiner Fähigkeit, dieses Wissen gespeichert zu behalten und weiterzugeben. So wie Töten negativ auf unsere Psyche sich auswirkt, ist umgekehrt das Vermeiden von Töten und Verletzen von Lebewesen ein Akt von tiefem Respekt und Wertschätzung und Verbundenheit für das Leben oder mit dem Leben. Und die inneren Qualitäten von Gewaltlosigkeit, Friedfertigkeit, Toleranz machen uns ungefährlich
machen uns sicher und machen uns vertrauenswürdig. Das sind alles Ursachen für inneres Glück. Wieder. Vermeiden von Stehlen. Nicht nehmen, was uns nicht gegeben wurde, was uns nicht gehört. Das ist Nummer 6. Ich habe Ursula gefragt, was ich diesem Punkt sagen solle. Und ich habe sie seither gefragt, ob sie zitieren darf. Sie hat gesagt, da kriege ich wirklich einen schlechten Ruf. Ihre Antwort war, nicht erwischen lassen. Spaß beiseite. Die meisten von uns werden wohl nicht hier und dort Dinge stehlen. Interessant ist es aber, sich auch die Unschärfezonen anzuschauen. Das ist ja immer so, so interessant. Dort, wo es niemand sieht, dort, wo es nicht ganz direkt stehlen, sichtbar stehlen ist. Sind wir bereit, bei den Steuern etwas verschwinden zu lassen, wenn es gerade so problemlos geht? Copyright, geistiges Eigentum, gibt es viele, viele schwierige Bereiche, wo man sich auch streiten kann. Musik kopieren, Bilder aus dem Internet sich aneignen, aber auch am Kurs kurz die Zahnpasta der Nachbarin brauchen oder Bücher ausleihen und sie nicht von sich aus zurückbringen. Das ist auch eine Vordiebstahl. Wir haben in unserer Bibliothek in Beatenberg innerhalb des ersten Jahres sind, glaube ich, 12 Bücher einfach verschwunden. Niemand hat sie gestohlen, sie sind einfach nicht mehr da. Ganz konsequent nicht nehmen, was uns nicht gehört, macht uns auch hier vertrauenswürdig und verlässlich. Und das vertieft interessanterweise auch das eigene Vertrauen. Interessant, ja, das ist ähnlich vielleicht, wie wenn wir viel werten und urteilen und andere bewerten und beurteilen, bewerten und urteilen wir uns irgendwie im gleichen Maße. Es geht in beide Richtungen. Und das mit dem Vertrauen scheint auch ähnlich zu laufen. Je vertrauenswürdiger wir uns machen, desto tiefer wird auch unser Vertrauen. Respekt, Aufrichtigkeit, Offenheit, Fairness, Vertrauenswürdigkeit sind alles Grundlagen für geistiges, für inneres Wohlbefinden und Glück. Interessant finde ich die nächste Regel, auch vor allem mit der Art, wie sie Bhante Gunaratana interpretiert hat. Traditionell heißt sie Vermeiden von sexuellem Missverhalten. Und unter Missverhalten kann man ganz einfach alle Handlungen verstehen, die im Bereich der intimen Beziehungen verletzen und Leiden schaffen. Übergriffe, Missbrauch, Gewalt, Seitensprünge, Parallelbeziehungen und anderes mehr, grober oder subtiler Art, schafft immer irgendwie immer wieder Leiden vieler Art. Aber Bhante Gunaratana wies darauf hin, dass das Pali-Wort Kamesu zwar immer als sexuell übersetzt werde, aber eigentlich sinnlich heiße. Und damit hat es ganz eine andere Dimension. Nicht, ob man sich das wünscht oder nicht, aber es würde bedeuten, vermeiden von Sinnenmissbrauch. Also kurz gesagt geht es dann beim Vermeiden von Sinnenmissbrauch um maßvoll anstatt besessen oder zwanghaft. Irgendwie geht es um Fragen wie, wie oft und wie lange laufen der Fernseher, die Radio, die Stereo, wie viel, wie oft essen wir, wie viel Cremen, Parfums, Aftershaves, Deos brauchen wir, um wirklich glücklich zu sein. Oder mit Leo Tolstoi zu sprechen, wie viel Shopping braucht der Mensch? Oder wie viel Kino, Theater, Konzertbesuche, Bücher, Magazine, Zeitungen. Auch Missbrauch von Drogen und Alkohol gehört hierzu. Vielleicht auch Missbrauch von Geld, von Macht. Auch hier Achtsamkeit, Sensibilität und das rechte Augenmaß sind hilfreich. Und ein bisschen Reflexion über die wertvolle Situation als Menschen, die wir alle haben. Und über die Vergänglichkeit unserer Lebensspanne. Kann uns auch immer mal wieder dazu bringen, unsere Zeit mehr für die Praxis im weitesten Sinne zu nutzen. Ich meine mit Praxis nicht meditieren, aber dass wir schauen, wie wir all diese Fähigkeiten brauchen und anwenden, um damit wieder mehr inneres Glück zu schaffen und vielleicht auch mehr Glück für unsere Umgebung. Die letzte der 8 Regeln ist rechte Lebensführung oder vielleicht rechter Lebenserwerb. Hier geht es um das Vermeiden von Berufen, die Lebewesen, die anderen verletzen,
sie zu Schaden kommen lassen oder gar töten. Klassisch ist Handel mit Waffen, mit Giften, mit Drogen, mit Menschen, Ausbeutung aller Art, Geschäfte, bei denen andere übervorteilt werden und so weiter. Das Gegenteil, helfen, dienen, unterstützen, fördern, bilden, heilen. Auch hier ist das, was uns letztlich glücklich macht. Wie Karl Marx gesagt haben soll, jene Menschen sind am glücklichsten, die am meisten andere Menschen glücklich gemacht haben. Sollte er gesagt haben. Dalai Lama ist für mich ein gutes Beispiel dafür. Und in Bezug auf solche Lebensregeln möchte ich noch etwas betonen. Es ist entsprechend der buddhistischen Tradition ein großer Unterschied, ob man findet, man wolle in dieser Richtung praktizieren und mal sehen, wenn es dann jeweils soweit ist, oder ob man den Entschluss fasst, die Regeln wirklich und jederzeit ernst zu nehmen und anzuwenden. Und es ist auch die Funktion von Gelübden oder Regeln nehmen, wie wir sie für Retreats am Anfang von Retreats nehmen. Wenn man einfach mal schauen wählt, ist man eher leicht davon abzubringen, wenn die Dinge turbulent werden, wenn Verlangen sehr stark wird oder Hass uns wirklich packt, dann ist es schwierig, sich an all das Zeug zu erinnern, das dann nicht sehr viel Sinn zu machen, noch in diesen emotionellen Zuständen. Anders ist es, wenn man sich wirklich vornimmt, dann kann man sich hoffentlich noch an diese Klarheit, die man in sich geschaffen hat, erinnern und sich selbst dadurch schützen. Ich möchte zum Abschluss noch einmal Buddha zitieren, und zwar aus dem Dhammapada, denselben Vers, den ich vor 2, 3 Tagen schon zitiert habe. Über die Kilesa, wichtiges Wort, die unheilsamen Geistes- und Herzeigenschaften. Darüber sagt er, rede mit unreinem Geist, mit unheilsamer Absicht, handle mit unreinem Geist, mit unheilsamer Absicht, und Leiden wird dir folgen, wie der Wagen dem Ochsen folgt, der den Wagen zieht. Und über die Sobhana, die heilsamen, wunderbaren Geistes- Herzenseigenschaften, sagt er, rede mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht, handle mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht, und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt und nicht weicht. Und so ist es, wie Daniel Gurbules in einem Vortrag über Vedana sagte: Immer wieder kommen wir an Kreuzungen und es ist an uns selbst zu entscheiden, ob wir die Abzweigung nach Kilesa Desert wählen oder die nach Sobana Beach.